Nicht da reinstellen, bitte. Du, Martin. Okay, tschüss. Hi zusammen, einen wunderschönen guten Morgen. Es gibt mal wieder einen neuen Vlog von uns, aber dieses Mal von Anfang an. Ich dachte, ich nehme euch mal so ein bisschen mit durch unseren Morgen. Es ist Montag früh und ganz viel interessiert das, so wie der neue Ablauf hier ist mit Welpe und Schwanger im neuen Haus. Deswegen dachte ich mir, zeige ich euch das einfach. Ich liege jetzt im Bett. Es ist 6:30. Wir haben heute eine Stunde länger geschlafen, Alex und ich, weil wir gestern Abend noch einen Film geguckt haben. Und wir haben, glaube ich, um 10 Uhr noch indisch Essen bestellt. Das war richtig, richtig lecker. Und ihr könnt schon sehen, mein Bettchen neben mir ist leer. Alex ist schon aufgestanden, hat gerade den Hund rausgelassen. Ich werde jetzt auch aufstehen. Das Erste, was ich morgens immer mache, ist den Alarm ausstellen. Sonst klingelt es hier, wenn wir den Hund rauslassen. Dann schaue ich immer noch einmal kurz in Instagram rein und YouTube für die neuesten Kommentare. Nehme ich euch jetzt mal mit durch meinen Morgen. Ich glaube, mein Babybauch ist extrem über Nacht gewachsen. Er fühlt sich richtig, richtig groß an. Ich muss gleich mal schauen. Und natürlich schlafe ich auch immer mit meinem Stillkissen. Ohne Stillkissen kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich mache jetzt einfach mal kurz meine Haare hoch, dass die nicht mehr im Gesicht hängen. Erster Schritt natürlich. Dann gehe ich erstmal ins Ankleidezimmer. Es ist dunkel heute Morgen. Ich glaube, das Wetter ist nicht ganz so schön. Ich ziehe jetzt erstmal eine Jogginghose an. Schlafshirt lasse ich auch an. Ja, ein bisschen ist was dazu gekommen. So, jetzt mache ich hier erstmal schnell die Betten. Das mache ich dann gerne morgens. Und sind hier die schönen Zyperngräser kaputt gegangen. Boah, die brauchen so viel Wasser, die müssen ständig im Wasser stehen. Das haben wir nicht hier oben hingekriegt. Jetzt müssen wir die ja leider wegtun und dann werden wir hier andere Pflanzen hinstellen zum Lüften. Jetzt hört man auch draußen schon die Vögel. Ich liebe es hier zu liegen und einfach manchmal auch morgens nach draußen zu gucken. Wir haben ja auch hier auf dem Balkon Sonnenaufgang. Nur heute nicht. Heute ist nicht so schönes Wetter. Jetzt nehme ich noch meine Medikamente mit nach unten. Magnesium am Morgen und am Abend nehme ich mein Eisen ganz klar. Die Kinder waren gestern Abend hier baden. Deswegen ist hier noch so ein kleines Chaos, ne, wie man sehen kann. Das räume ich jetzt auch noch auf. Und ich ziehe mich jetzt doch schon fertig an. Es ist nämlich schon zu spät. Leona hat heute keine Schule, die hat morgen Schule, die hat alle 2 Tage Schule. Das heißt, wir können heute ein bisschen lockerer angehen lassen, aber wir werden sie um 8 Uhr wecken. Da ich immer noch sehr viel liege zwischendurch, ziehe ich mir einfach was Bequemes an. Hier mein Lieblingshoodie und eine Schwangerschaftsjeans. Socken, das muss ich euch, glaube ich, alles gar nicht zeigen. Ich habe gestern Abend noch geduscht. Ich gehe gerne abends duschen. Ich habe mich mit dem Outfit doch nochmal umentschieden, weil ich gerade meine Leggings gefunden habe. Das ist einfach viel bequemer als diese Stoffhose. Und langsam sieht man auch das Bäuchchen durchs T-Shirt. Ja, ich habe jetzt eine Schwangerschaftsleggings gefunden. Die ist doch viel bequemer. Ich habe gestern nur meinen Körper abgeduscht. Haare wasche ich alle 2-3 Tage, damit ich die nicht so überpflege. Ja, da wird heute Trockenshampoo herhalten müssen. Ich räume mal gerade das Badstein auf. Dann haben wir hier unseren wunderbaren Schlüssel, damit die Kinder auch nicht in dieses Rohr reinfallen. Alle Kinder schlafen noch. Wollte ich euch nur mal sagen. Sie schlafen so lange, wie sie möchten. Müll schmeißen wir auch direkt im Hauswirtschaftsraum. Aber wir stehen immer vor den Kindern auf. Das ist uns extrem wichtig, damit wir einfach schon einiges schaffen. Ich denke auch gleich, dass die Paulina als erstes aufsteht und dann zu den Gieten kommt.
Bis dahin will ich wenigstens frisch gemacht sein. Ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare schreiben, wann ihr aufsteht. Also normalerweise stehen wir um 5:30 auf, jeden Tag in der Woche, ob Schule oder nicht. Wie gesagt, heute haben wir uns mal gegönnt. Gönnen um 6:30, kann man das sagen? Die ganzen Sachen stehen hier oben, weil gestern das Bad von Alex geputzt wurde. Das stelle ich jetzt auch erstmal runter, damit das auch wieder ordentlicher aussieht. Und die Produkte lassen wir oben stehen, weil die so extrem teuer waren. Alex hat die in der Apotheke gekauft, aber der ist super zufrieden damit. Also Alex hat extrem trockene Haut und die Kinder neigen auch zu Neurodermitis. Nur da sollen halt die Kinder nicht einfach so drankommen, weil wie gesagt, die sind teuer. Schnell weg damit. Ich putze jetzt erstmal Zähne mit meiner elektrischen Zahnbürste. Aktuell benutzen wir Elmex für morgens und abends. So, jetzt suche ich mir meine Produkte raus. Übrigens, die Creme ist auch von dieser Marke. Die müssen wir noch aufbrauchen. Ich benutze jetzt Trockenshampoo. Dann benutze ich mein Deo für den Tag. Und habe ich gestern sauber gemacht. Auch ganz wichtig, unten fliegt. Und dann habe ich ja hier meine Kosmetiktasche. Und hier benutze ich jetzt heute Morgen nur ein bisschen von meiner getönten Tagescreme. Mein Lippenbalsam von Estee Lauder. Und meine Tagescreme. Die Produkte. Ja, ist nicht viel, aber das reicht. Alex ist jetzt übrigens unten. Ich mache mal gerade das Trockenshampoo rein. Massiere das immer am Ansatz ein. Übrigens, man kann Trockenpuder auch wirklich abends vorm Schlafen schon reinmachen, damit die nicht über Nacht zu fetten. Ich muss sie noch durchkämmen, aber ich habe hier gerade keine Haarbürste. Auch so ganz klassisch. Das machen wir gleich. Alex ist gerade unten und wird wahrscheinlich den Tisch vorbereiten oder sich um den Hund kümmern, den kuscheln. Der wäre auch die ganze Nacht alleine, der schläft mir schon durch unten in seiner Box. Ach ja, stimmt auch mal gerne hier oben auf dem i ab, ob ihr euch bei uns eine Großfamilie vorstellen könnt, beziehungsweise eine kinderreiche Familie. Also ich finde ja vier Kinder schon extrem viel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich weiß, dass mir sehr viele Mamis folgen, die mehr als vier Kinder haben. Meinen größten Respekt an alle Familien mit mehr als zwei Kindern. Ich habe gestern schon eine Umfrage gemacht auf Instagram, Gesundheitsschatz. Und 80% von euch können sich das bei uns richtig gut vorstellen. Mehr als 6 Kindern. Das wäre heftig. Aber ich finde, man muss halt auch allem gerecht werden. Dabei ist es echt nicht einfach. Jeder hat nachher sein Hobby. Die Schule darf nicht vernachlässigt werden. Ne? Jedes hat seine Interessen, was man nachgehen muss. Die Aufmerksamkeit muss halt viel mehr verteilt werden. Also ich benutze jetzt meine Bye-Bye Redness. Ich habe ja so leichte Rötungen. Ist in der Schwangerschaft jetzt deutlich aktuell besser geworden. Und ich habe keine Lust auf dicke Foundation. Dann nehme ich einfach so eine getönte Tagescreme und die reicht mir völlig aus. Also ich brauche morgens im Bad nicht länger als 3 Minuten. Und da freut sich Alex auch sehr drüber, dass ich nicht so lange morgens brauche. Und das reicht mir einfach, um mich ja frisch zu fühlen. Und so kann ich auch dann gut in den Start, in den Tag starten. Wir machen uns morgens immer vor den Kindern fertig. Das ist uns extrem wichtig. Alex wird jetzt gleich auch duschen gehen. Wenn ich runtergehe, machen wir einen fliegenden Wechsel. Ich glaube, ich mache dann schon Frühstück. Spiegelkontrolle hier. Alex lässt morgens immer den Hund raus, weil er mir das nicht antun will, morgens so schnell aufzuspringen, wenn der Hund quiekt mit dem Kreislauf. Aber er hat auch immer schon gesagt, wenn mein Hund quiekt, kümmert er sich dann morgens drum, dass ich weniger Stress habe, weil wenn mein Baby kommt, muss ich die ganze Nacht stillen und wach sein. Richtig süß von ihm. Lippenpflege fertig. Jetzt wart ihr komplett dabei, wie ich mich hier fertig gemacht habe. Okay, wir machen jetzt doch noch schnell Wimperndusche drauf. Sieht man doch gleich nochmal ein bisschen frischer aus. Das reicht jetzt auch. Los geht's. Ich werde ihn jetzt mal ablösen. Ich nehme meine Sachen mit. Das fühlt sich so gut an. Alle schlafen. Ich guck mal gerade. Hier ist auch keine Haarbürste. Türen sind zu. Ist immer so laut. Morgen. Ich bin schon hier am Vloggen. Ich habe Alex noch gar nicht erzählt, dass ich die Morgenroutine euch zeige. Hallo. Ich rede mit der Kamera. Hi. Freut sich morgens immer jemand, ne, wenn wir hier runterkommen. Ja. Mit Flauschi Bauschi. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Da kann man sich so sehr freuen, mal nur ein paar Stunden weg.
Nein, Bruno. Hast du gut geschlafen? Hast du gut geschlafen? Hm? Hast jetzt durchgeschlafen von 10:30 bis 6:30, ne? Feiner Hund, feiner Hund. Ja. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Die Tolle freut er sich immer. Langsam. Ah. So, ich werde den Tisch machen, ich mache die Küche, dann kannst du dich oben fertig machen. Kinder schlafen. Ja, da einfach nicht. Alex hat Angst, dass ich mich wieder übernehme, aber ich mache jetzt hier ganz langsam die Küche und räume den Esstisch ab und decke den Tisch für die Kinder. Jetzt war der Puste, aber ich mache ganz langsam. Schon groß jetzt mit T-Shirt. Das T-Shirt ist enger geworden. Oder so. Ja, wir haben gestern noch Indisch bestellt. Wir haben es gestern Abend richtig gegönnt. Die Kinder sind alle ganz toll eingeschlafen alleine und dann haben wir uns unten aufs Sofa gesetzt und Bruno war eh noch wach und dann haben wir gesagt, lass uns einen Film gucken. Und wir haben um 10 Uhr, glaube ich, unser indisches Essen geliefert bekommen. Und dann waren wir aber zu faul gestern nach dem Film um 10:30. Dann sind wir dann hochgegangen. Um 11 sind wir hoch, ne? Um 10:30 sind wir hochgegangen. Weil dann Bruno müde geworden ist, haben wir seine Box gelegt, dann haben wir nach oben zu Ende geguckt und wir haben es einfach nicht geschafft abzuräumen, das wollte ich sagen. Und der Film war es eigentlich nicht wert. Bis zum Untergang, ja. Ich mache jetzt hier die Küche und dann geht Alex hoch, sich frisch machen, dass wir den Tag starten können. Kinder schlafen noch, mal schauen, wie weit wir kommen. Alex hat schon eine kleine Gassi-Runde gemacht, aber es ihm gefällt ihm immer noch nicht, spazieren zu gehen. Da bin ich mir leider nicht sicher. Alexa gefällt es, Gassi gehen. Ja, Bruno mag kein Gassi gehen aktuell, aber wir sind dran. Ja doch, es hat aber einfach zu regnen, dann hat sich gewehrt, weiterzulaufen. Ja, sobald der Rasen nass ist, geht er auch gar nicht da drauf. Das ist eine richtige Mimose. Ich glaube, das liegt daran, weil Bruno noch so klein ist und wenn die Wunde mit dem Bauch das Nasse berühren, ist es kalt. Ich glaube, da muss ich einfach daran gewöhnen auch. Also eben war der vorne auf dem Rasen, der hat sich komplett entleert noch gemacht. Oh, schöne Details. So, eine Sorte mag er nicht. Hat Alex gesagt, das hat er die letzten Tage festgestellt. Ich glaube, Truthahn. Kalkun mag er mit Ente. Ja, du willst essen. Warte, Schatz. Das muss eklig, wenn man das hochdrückt, dann kommt die Hälfte schon raus. Irgendjemand kommt gerade von den Kindern runter. Ich gehe von Pauline aus. Und Pauline ist gestern sofort alleine eingeschlafen nach unserem Ritual. Sofort, ich will ein Geschenk. Belohnungssystem klappt echt super. Da, fertig. Ich mache das immer noch mal mit der Gabel klein. Bruno begrüßt jetzt die Kinder. Traut sich, glaube ich, nicht runter. Easy. Was hast du da? Frieda ist jetzt aufwach geworden. Alex holt jetzt auch Frieda. Was möchtest du frühstücken? Brot mit Käse oder Brot mit Leberwurst? Apfel hat Mama. Apfel? Ja. Und ein Brot mit Butter? Ja. Okay. Und unsere Frieda ist ja trocken. Komplett trocken, windelfrei. Deswegen, ich habe gerade gehört, dass sie jetzt gerade aufs Töpfchen geht. Dann kommt die auch runter. Das ist echt schön, dass wir das vor der Geburt noch geschafft haben, dass die Kinder beide trocken sind und alleine einschlafen können. Dann will ich Fangen spielen. Du willst kein Fangen spielen? Und aber ich darf wenig essen. Dann will Fangen spielen. Bruno will morgens immer spielen, er ist ein Welpe. Ich fange viele Tiere. Wow, guten Morgen, wo hast du denn die ganzen Kuscheltiere her? Okay. Gibst du einen Pauline? Oh. Nein, ein Einhorn. Und ein Einhorn. Du hast zwei Stück, Schatz. So, geh mal aufs Sofa, ein bisschen kuscheln mit deinen Tieren. Mama kommt sofort. So, die Spülmaschine ist jetzt fertig. Also die hat noch Platz. Ich wische jetzt hier einmal über die Flächen. Das kann stehen bleiben. Das ist Essen für heute Mittag. Hier ist alles gut. Genau. Macht man das abends, hat man morgens noch mehr Zeit. Wir kriegen jetzt auch Hunger, man hört es, ne? Dann werden wir so ein bisschen sickig. Das Obst waschen wir immer direkt nach dem Einkaufen. Möchtest du Tomaten heute Morgen, Frieda? Ja. Ja? Guck mal im Kühlschrank, Schatz, ob da Tomaten sind. Alex muss heute auch einkaufen. Ich mache gleich noch eine Liste. Da. Ah, super. Willst du so essen? Ja. Dann lege ich die auf deinen Teller.
Alex hat mir doch eben noch gesagt, dass er schon Teller hingestellt hat, ne? Hast du Ohrring? Hast du Trockenshampoo benutzt? Ja, ich muss du noch. Du hast graue Haare. Ich muss noch Haare kämmen, dann kämme ich das raus. Das ist ja cool, weil ich weiß. Das ist voll alt aus über Nacht. Hallo? Alt geworden. Ja, willst du runter? Willst du den Tisch decken, Schatz? Ich dachte, das ist schon gelegt. Nee, noch nicht, sorry. Ich war nicht. Mit der Küche. Heute trinke ich einen Kaffee. Ich freue mich da so drauf, deswegen brauche ich Zucker. Toast reinschmeißen. Ich habe schon mal fast geschafft, Wasser in den Toaster zu schütten. Und dann haben wir hier unseren Brotkorb. Wir stehen uns immer am Weg. Da hat man schon so eine große Küche. Ich bin sofort weg. Tisch ist gedeckt. Wir essen jetzt noch das, was über ist. Am Wochenende waren ja Alex' Familie da. Für die hatten wir halt so Salami und sowas gekauft, verpackt. Wir essen sowas ja nicht so gerne. Aber das muss halt auch aufgegessen werden. Wenn wir jetzt meine Haare kämmen. Alex meint, ich bin grau auf dem Kopf. Das ist schlecht verteilt. Sieht auch schon gleich gepflegter aus, wenn man die Haare mal kennt. Die Kinder werden nach dem Frühstück fertig gemacht. Leona! Frühstück! Du hast Schule zu Hause heute. Die Kiwis sind unheimlich hart. Kiwis? Ich hab noch nie gehabt sowas. Machst du dir einen schönen Joghurt? Ja. Wollen die Kinder auch ein bisschen Joghurt kriegen heute Morgen? Wenn du möchtest. Ich leg mal einen Löffel auf den Tisch. Vielleicht wollen die auch Joghurt mit Apfel essen. Die Kinder machen hier Sport in der Zeit, wo wir das Frühstück anrichten. Immer im Kreis laufen. Ah, vorsichtig, das hat wehgetan. Ich mach die Tür auf. Oh. So, ich mach noch mehr Platz. Weiter geht's. Tür ist offen. Ja, los geht's. Wow, Glasplatte, vorsichtig. Achtung. Achtung. Was ist hier los, Bruno? Was ist hier los? Fina macht Sport, sagt sie. Los geht's, Fina. Fina. Ist Bruno auch an der Reihe? Oh, ist das süß. Den können wir auch mal waschen. Bruno! Sitz! Okay. Du darfst. Komm. Doch, essen. Tinne Sport machen. Tinne ist übrigens Pauline bei Frieda. Tinne. Guten Morgen. Ist heute Schule? Ja, zu Hause ist Schule. Morgen musst du wieder losfahren. Stimmt. Sonst wärst du jetzt schon fast zu spät, wenn Schule wäre. Um 7:30. Ja. Leona isst heute Morgen doch kein Brot, sondern macht sich Naturjoghurt mit Äpfeli. Und danach noch mit Cornflakes. Da rein die Cornflakes? Ja. Kannst du machen. Welche möchtest du? Oreo oder die normalen? Ich gebe dir die mal, da kommst du nicht dran. Die haben wir übrigens in der Food Challenge getestet. Und dann Haare kämmen, Zähne putzen. Noch ein Glas? Oh nee, Papa kauft heute noch. Ja, sie haben uns gerade viel mitgenommen. Wir sind jetzt fertig mit Frühstücken. Es ist 8 Uhr und wir gehen jetzt hoch. Leona auch Zähne putzen, anziehen, waschen. Wir gehen jetzt Zähne putzen. Abmarsch, du kleine Sportlerin. Ach, ich bleibe mit Bruno hier, glaube ich. Genau, Alex bleibt doch unten, weil der Bruno kann doch nicht alleine unten bleiben. Ja. Nur zum Schlafen, irgendwie, wenn er abends auch müde ist. Wir bringen mal alles wieder zurück ins Kinderbadezimmer. Zähne putzen muss ein jedes Kind. Zähne putzen, bis sie sauber sind. Ich hole mal die Haarbürste. Und richtig putzen. Ich putze gleich nach. So, ich hole jetzt Haargummis. Irgendwie finde ich oben keine mehr. Ich merke jetzt wieder langsam, dass ich Schmerzen im Rücken kriege. Und ich muss gleich eine Pause machen, auf jeden Fall. Ich soll jetzt immer nach und nach quasi meine Leistung steigern. Immer mal wieder ein bisschen was machen. 20 Minuten am Stück, dann 30 Minuten und so weiter. Ich kann euch gleich noch mal ein paar Bilder zeigen. Ich war ja bei meinem 3D-Ultraschall, das ist so süß. Ich blende euch jetzt einfach mal die Videos von unserem Baby ein.
cm. Noch mehr wird sie nicht essen mit Zahnpasta. Mami, wie groß ist das? So groß wie eine Banane. Wow. Ja, kann sich gar nicht vorstellen, dass das hier drin ist, oder? Nein. Die Ärztin hat mich so ein bisschen verwirrt, weil sie meinte erst, da, der kleine Mann sitzt ganz oben in der Ecke. Und dann hat sie wieder sie gesagt, dann wieder der. Hat mich voll durcheinander gebracht. Und ich musste dann halt auch weggucken, als es dann darum ging, dass sie sich die Geschlechtsorgane angucken mussten. Die müssen natürlich auch gesund sein, die Geschlechtsorgane. Und sie hat das auch erkannt, was es ist. Also die Ärztin und die Arzthelferin wissen schon, was es ist. Und ich finde, in dem 3D-Video sieht es aus wie ein Junge. Also ich sage immer noch, es ist ein Junge. Das sagt einfach mein Mama-Instinkt. Aber der Rest der Familie und Freunde sagen, glaube ich, teilweise am meisten, es ist ein Mädchen. Wir werden es bald erfahren, ne? Ja. Aber ich finde auch mal Junge gut zur Abwechslung. Ich auch. Ein Junge wäre schön zur Abwechslung. Aber für Mädchen wäre auch irgendwie total süß. Uhr ist abgelaufen. Ich mache jetzt hier die Betten und dann mache ich... Ja, das Zimmer noch. Was ist los? Was steht wieder ein Friseurtermin an? Ich finde deine Haarlänge jetzt aktuell auch voll schön. Oma hat entweder mal gesagt, Berliner-Frisur oder eine Feenfrisur. Eine Feenfrisur. Hier ist einfach so eine Dutschlaufe und dann, ja, fertig. Ich sehe mich dann mal wieder hübsch um. Bällebad. Pauline legt immer hier ihre Kleider hin, die sie anzieht. Das hänge ich mal eben schnell auf, dann ist das fertig. Das sind alles Kleider, könnt ihr das sehen? Pauline liebt Kleider, darf sie wenigstens anderes mehr tragen. Deswegen habe ich jetzt auch noch mal ein paar im Sale bestellt bei H&M. Was macht das hier? Ein Unterhemd, eine Strumpfhose. Mach schön langsam, nichts passiert. Mama, bitte. Die anmachen? Ja. Also deswegen hat sie auch so viele Kleider. Nicht da reinstellen, bitte. Du, Mathe. Okay, tschüss. Weiter geht's. Also immer mal so ein bisschen was machen. Mama, bitte Abi. Ja, die Zähne sind sauber, aber das ist Zahnpasta am Mund. Mal mit einem nassen Tuch wegwischen. Tschüss, Mama. Tschüss, Frieda. Einmal muss ich die reinhängen. Klopf, klopf. Gleich. Okay. So, bitteschön. Das wollte ich euch noch zeigen. Das aktuelle Lieblingsbuch von Pauline ist dieses hier. Der kleine Drache Kokosnuss. Weißt du, wie viel Uhr es ist? Und damit lernen wir gerade die Uhrzeit. Sie macht das schon richtig gut. Also sie weiß, was der große Zeiger ist, was der kleine Zeiger ist. Ein bisschen schwierig, manchmal hier diese Zeiger richtig einzustellen. Aber das machen wir aktuell jeden Abend zum Schlafen gehen. So, die Kissen, die tue ich jetzt mal unter das Bett. Nein, Mama. Was denn? Ein bisschen aufräumen. Nein. Doch, aufräumen ist so wichtig. Die könnt ihr euch ja wieder wegholen, wenn ihr dann unbedingt spielen wollt, ne? Was habt ihr hier gemacht mit den ganzen Toni-Figuren? Habt ihr die verarztet? Nein. Die haben wir überall ein Pflaster. Gestern Abend ist Pauline mit der Geschichte von Prinzessin Lillifee eingeschlafen. Also das ist aktuell ihr Favorit. Und der Löwe. Die beiden hört sie sehr, sehr gerne. Und Elsa, aber die habe ich gerade nicht hier. Die Bücher stelle ich auch mal zurück. So. Immer ein bisschen. Ach, das ist auch so süß, das Buch. Fertig aufs Töpfchen mit dem kleinen Elefanten. Das hat auch Frieda sehr gut begleitet in der Phase, wo sie trocken geworden ist. So viele tolle neue Bücher habt ihr bekommen in letzter Zeit. Dann hol mal deine Lernaufgaben. Geschafft. Ich bin geschafft. Ich habe ein bisschen Paulines Zimmer ausgeräumt, habe Betten gemacht und die Kinder fertig gemacht. Wir haben extra das ganze Wochenende dafür genutzt, dass du die Körper ausruhen kannst. Nein, ich muss gleich wirklich Pause machen. Ich habe auch schon gesagt, dass der Bauch jetzt wieder hart wird. Schon besser, wie sie geschimpft. Ja, es ist aber so schlimm, nichts machen zu können. Ich werde mich jetzt ins Arbeitszimmer setzen mit Leona Lern. Bruno kommt mit. Du hast noch keine Socken an, Schatz. Ja. Es war warm mit der Fußbodenheizung, aber du solltest bitte Socken anziehen. Wie mache ich dann? Wieso denn dein Laptop? Ich werde gleich jetzt noch ein bisschen arbeiten müssen. Tagesfrage habe ich. Mathe-Arbeitsheft, hast du dir da die Markierung reingemacht? Also Leona liest heute dieses Buch, also nicht komplett, ne? Sternenschweifen, Mondscheinzauber. Leona liebt Pferdegeschichten. Ich kann euch das mal zeigen, wie das vom Text aufgebaut ist. Also wenig Bilder, aber die Textgröße finde ich wirklich gut. Dann schau mal, wie weit du kommst, okay? Und danach berichtest du mir darüber. Okay.
So. Schreibst du dann eine kleine Geschichte darüber, über das Buch? Okay, was so passiert ist? Ja, eine Seite? Hm? Ja? Wir machen jetzt mal die Berichtigung zusammen, ja? Menschen können rechnen, lesen, einkaufen. Sehr gut, richtig. Mal einen Haken hinter. Leona lernt gerade die Tätigkeitswörter, also die Verben. Draußen spielen. Warte, draußen ist kein Tätigkeitswort. Was ist da das Tätigkeitswort? Spielen. Mhm. Dann schreib Spielen. Deutsch ist jetzt fertig oder Sprachunterricht und Alex macht jetzt die Korrektur in Mathe. Wir haben es jetzt einfach so aufgeteilt, damit Leona lernt, mit beiden Hausaufgaben machen zu können. Und danach wird sie ihr Buch lesen und noch eine Matheaufgabe für heute bekommen. Und dann soll sie nachher noch ein paar Tulpen basteln. Fünf so, Kugeln auf blauer Linie. Die machen jetzt genau. Mathe. Das musst du jetzt wir machen nicht das hoch, oft so, dass wir das hier unten blau. Korrigieren, weil wir mal, hier sitzen, mal. Arbeiten. Okay. Und die Kleinen spielen gerade oben. Die haben Freispiel. So, jetzt musst du auf der blauen Linie gucken. Wie viele liegen auf der blauen Linie? Fünf. Ja, schreib mal hin. Ja, ich habe die drei durchgestrichen, genau. Wie ihr sehen könnt, ich liege in meinem Bett und nehme mir die Ruhe und die Pause. Es ist mittlerweile schon 11:30. Das war so unsere Morgenroutine. Alex ist mit den Kindern unten und hat noch gestempelt und gemalt. Wir versuchen natürlich uns auch bewusst mit den Kleinen Zeit zu nehmen und auch die zu beschäftigen, nicht nur freispielen. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man noch nebenbei arbeiten muss. Wir machen ganz gerne mal Salzteig, kneten, malen. Das sind so die Sachen, die immer gehen. Oben Turm bauen. Duplo geht aktuell richtig gut oder Puzzeln. Ich habe es nicht aufgenommen, nur dass ihr das wisst, dass die bei uns auch beschäftigt werden, die Kleinen. Und ich habe jetzt noch ein paar Rechnungen gemacht und so ein Gedöns im Bett, dass ich einfach meine Füße hochlegen kann. Ich würde sagen, wir sehen uns Donnerstag wieder. Ich hoffe, toi toi toi, dass alles weiterhin so gut jetzt mit mir verläuft und es bergauf geht, damit wir wieder uns regelmäßig sehen. Und dann würde ich sagen, bis schon bald. Tschüss.